Ich bin so hungrig. Ich war noch nie in meinem Leben so bereit, irgendwas zu essen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wirst du schon mögen, Süße. Haferschleim ist voll ekelhaft. Da gönne ich mir doch lieber einen Riegel. Geht nichts über Milchschokolade. Meine Mutter ist hinter mir, oder? So wird man kein erwachsenes Mädchen. Iss den Haferschleim, Naomi. Das kriege ich bestimmt nicht runter. Da ist einfach nur dicker Brei. Warum muss mein Leben so schrecklich sein? Es sei denn, jetzt wird geschummelt. Nehmt euch eine Topfpflanze und entfernt den Untertopf. Legt die Pflanze so hin und verwendet ein Cuttermesser, um den Boden zweizuteilen. Schneidet jetzt den Boden eines Popcorn-Eimers aus. Verwendet die Klebepistole, damit die Pflanze stabil bleibt. Zurück zum Topf. Schüttet ein paar Süßigkeiten rein. Und verdeckt sie mit der Pflanze. Fehlt nur noch die Blumenerde. Sieht unauffällig aus. Wenn Mutti nicht guckt, könnt ihr euch was abgreifen. Beeil dich lieber. Was Mutti nicht weiß, macht sie nicht heiß. Sie kommt. So lecker. Siehst du, Mama, ich esse brav meinen Haferschleim. Das freut mich, Süße. Guten Appetit. Sie ist naiver, als ich dachte. Und noch einen Haps vom Schokoriegel. So stelle ich mir ein gelungenes Frühstück vor. So, meine Geburtstagswunschliste ist fertig. Happy Birthday! Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist zu lieb. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Hoch soll sie leben. Hoch soll sie leben. Was ist denn hier drin los? Hui! Oh, ich hab Geburtstag, siehst du? Oh, herzlichen Glückwunsch. Was soll ich ihr bloß schenken? Ich hab's. Hallo? Ja, ich bitte sofort. Es ist ein besonderer Anlass. Wow, das ging schnell. Du bist Masseur? Ganz genau. Ich weiß genau, wie es geht. Wow, wie professionell. Kannst du mich auch massieren? Mein Nacken ist so verspannt. Junge, tut das gut. Oh ja, genau. Da tut es weh. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Halt! Klopapier aufrollen, das blödeste Geburtstagsspiel aller Zeiten. Hey, ich bin's. Ich habe ein Geschenk für dich. Als erstes die hier. Gummibärchengel. Blau, meine Lieblingssorte. Lecker, danke. Ich verschwinde mal lieber. Tschüss. Der steckt noch eine Weile fest. Hey, Kusch, das ist kein Nest. Verschwinde. Die Elemente sind echt knifflig. So viele Abkürzungen. Boah, mein Magen knurrt. Ah, Moment. Ich habe hier noch Schokolade. Tina? Weg damit. Aber ich habe Hunger. Na gut. Oh, keine Sorge, Tina. Ich habe was, was uns hier durchbringt. Wie wär's mit Fruchtgummi? Sucht euch süße Formen und gebt hinten Klebeband drauf. Macht die Schutzfolie ab und klebt die Fruchtgummis auf den Zopfgummi. Man merkt gar nicht, dass das Süßigkeiten sind. Und wenn ihr Appetit habt, kein Problem. Wow, das ist ja cool. Darf ich? Hier steht mein Name drauf. Mädels, esst ihr eure Haare auf? Was gucke ich mir hier bloß an? Die verhalten sich wie Tiere. Ich werde diese ganzen Trends nie verstehen.
Wow, seht mal Tinas Sixpack. Wie lange hat sie dafür wohl gebraucht? Ja, für die habe ich hart trainiert. 100 Sit-Ups am Tag haben sich ausgezahlt. Die sehen verdammt gut aus, oder? Boah, wie hat sie die denn bekommen? Ich kriege ja kaum die Hanteln hoch. Wozu überhaupt? Mein Hüftspeck ist genetisch veranlagt. Das macht doch keinen Sinn. Warum sieht sie nur so perfekt aus? Das ist einfach unfair. Dafür kann sie sich keine Snacks leisten, so wie ich. Ich kann ohne Schokolade nicht. Moment mal, ich hab's. Mögt ihr diese Schokoquadrate? Klebt doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite. Und bringt die Schokolade auf eurem Bauch an. Wenn ihr das Shirt drüber zieht, habt ihr einen Sixpack. Und denkst du, meine Bauchpressen bringen was? Das nehme ich mal als ja. Ich muss noch ein paar Sit-Ups machen. Besser ist das. Und ich esse so lange Schokolade. So lässt sich's trainieren. Hallo, hier ist mein Reisepass. Ja, der ist in Ordnung, aber lass mich dich mal genau unter die Lupe nehmen. Ich scanne dich nur kurz mit meinem Food-Scanner. Gib es her, der Scanner liegt nie falsch. Das habe ich mir schon gedacht. Du wolltest Snacks durch den Zoll schmuggeln. Wir machen mit dem Scan weiter, ja? Aber ich wollte diesen Lolli unbedingt essen. Pech gehabt, ich konfisziere ihn. Ich werde dir alle Snacks und Süßigkeiten wegnehmen. Auch den Kaugummi, den ich kaue? Na gut, hier. Hier ist dein Reisepass. Genieß den Rest des Tages. Hallo, hier ist mein Reisepass. Oh, schau dich an, du glühst ja förmlich. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Geh durch. Ich setze mich hier erstmal auf den Stuhl. Schaut jemand? Nee? Ah, gut, Zeit, mein Baby zu holen. Das ist mein Food-Baby. Diesen Strandball mit Limo zu füllen war eine tolle Idee. Ich kann trinken, wann immer ich durstig bin und niemand merkt was. Hm, schöner Strandball. Oh, ja, ich denke. Nee, im Ernst. Das ist wirklich clever. Schau, was ich gemacht habe. Ich verstecke meinen Drink in meiner Plüschkatze. Sieht aus wie ein Spielzeug, aber ist mit Limo gefüllt. Das ist ja der Hammer. Oh, sowas von clever. Prost. Die kann ich doch mit reinnehmen, oder? Auf keinen Fall. Verdammte Regeln. Viel Spaß beim Film, Fräulein. Nächster. Wir haben nichts dabei, siehst du? Viel Spaß. Stehen geblieben. Drinks sind nicht erlaubt. Du kannst draußen trinken, okay? Das ist doch lächerlich. Ah, die Ballons. Die könnten mir helfen. Nehmt einen unaufgeblasenen Ballon und sucht eure Lieblingslimo aus. Ab mit dem Deckel. Und rein damit in den Ballon. Füllt ein paar Ballons so auf. Das ist ja frech. Sind gut versteckt, oder? Oh, Herr Türsteher, sind noch ein paar Sitze frei? Sie mögen mein Oberteil, nicht wahr? Hey, Püppchen, na klar. Ich liebe meinen Job. Ich kann nicht fassen, dass das geklappt hat. Und natürlich darf der Strohhalm nicht fehlen. Tina? Was denn? Ich will es nicht mal wissen. Okay, ich bin bereit, meinen sehr wichtigen Job zu erfüllen. Wow, entschuldige mal bitte. Hier stehen bleiben, ja? Es sind weder Essen noch Getränke nach diesem Punkt erlaubt. Das ist sehr ernst. Aber der Typ, der ist gerade mit einer riesigen Chipstüte vorbeigelaufen. Hör mal, ich sag dir, ab hier kein Essen mehr und damit basta. Das Mädchen schiebt einen Einkaufswagen voll mit Essen durch. Du musst die Chips hier ablegen. Na toll, was soll's. Hier sind meine Chips.
Boah, das war ein Kampf. Die Leute verstehen einfach nicht, wie ernst die Sache ist. Okay, wer ist der Nächste? Ja, hier sind unsere Bordkarten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Aber lass mich mal sehen. Alles klar, du bist in Ordnung. Genieß deinen Flug. Oh, schau dir die an. Hallo, Jungs. Kümmert euch nicht um mich. Ich muss nur meinen Flug erwischen. Hier ist meine Bordkarte. Was? Willst du mich verarschen? Sieh sie nicht an. Du sollst mich angucken. Oh mein Gott, tut mir leid. Ich wollte dich nicht berühren. Ja, entschuldigt mich. Hm? Das sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Oh nee, ich glaube, ich habe die Hälfte meines Hinterns verloren. Oh, ich hoffe, niemand hat was gesehen. Ich setze mich jetzt mal ganz ruhig hier hin. Oh, schau dir die an. Sind die echt? Hi, ich hoffe, der Platz ist noch frei. Was machst du denn da hinten? Hier, ich hole mir nur einen Snack. Möchtest du auch was? Oh mein Gott, du wirst es nicht glauben. Ich habe auch eine Schüssel mit Snacks, die ich für den Flug geschmuggelt habe. Oh, wie toll. Große Geister denken gleich. Die Methode, um Snacks reinzuschmuggeln. Verrat es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Süßes im Unterricht ist das Beste. Solange die Lehrerin nichts bemerkt. Was ist das für ein Geräusch? Lecker! Wir haben es hier wohl mit einem Schleckermäulchen zu tun. Nicht so schnell. Du weißt, Essen ist hier nicht erlaubt. Ach, Manu. Verdammt. Ihr Kinder lasst meine Haare ergrauen. Ich kann keinen von euch trauen, oder? Können wir kurz reden? Ihr Kinder, benehmt euch besser. Denkst du, sie wird es meiner Mutter erzählen? Hey, warum holen wir es uns nicht einfach zurück? Was? Sie ist doch gar nicht hier. Siehst du das? Was? Sieht es nicht ähnlich aus? Siehst du? Sie sind fast nicht zu unterscheiden. Das ist ja genial. Ich beeile mich besser. Ich reihe sie auf wie Kreide. Und einer... Sie kommt! Puh. Okay. Okay, wer möchte antworten? Sophia, bitte komm nach vorne. Ich war noch nie so glücklich, nach vorne zu kommen. Diese Kreide ruft meinen Namen. Sie macht es. Was? Jetzt doppeltes Glück. Wie viele kann ich auf einmal essen? Sophia? Du gibst das sofort her. Es hat Spaß gemacht, wenn auch nur kurz. Jetzt setz dich wieder hin. Also wirklich. Oh, das ist gut. Willst du was? Willst du das? Hä? Willst du diesen Snack? Hab dich. Und den Snack jetzt auch. Nun, schön für dich. Hier habe ich noch etwas mehr. Bereit? Fang! Oh Mann, ich habe keinen einzigen gefangen. Hier, schau mal, ob du den auf der Nase balancieren kannst. Okay, schau, es klappt. Noch ein paar mehr. Ich versuche, sie noch höher zu stapeln. Ah, die Glocke. Mist, was für ein Chaos. Überall liegen Snacks herum. Das erfordert etwas Einhornmagie. Los geht's. Ja, das Müsli löst sich auf. Oh, du setzt deine Magie ganz wunderbar ein. Die Lehrerin kommt. Wir sind genau rechtzeitig fertig. Ihr zwei seht aus, als führt ihr was im Schilde. Oh nein, da liegt noch eins auf meinem Handy. Hat sie es gesehen? Juh, sie war abgelenkt. Moment mal, ich habe eine tolle Idee. Okay,
Ich habe das Müsli und gebe etwas Glasur obendrauf. Ich zeichne einfach einen Kreis. Fertig! Sieht aus wie ein Donut mit Glasur. Und jetzt noch ein paar Streusel mit der Pinzette auftragen. Jetzt sieht es wirklich wie ein Donut aus. Okay, weiter geht's. Ich brauche etwas weiße Glasur. Die weiße Glasur dient als essbarer Kleber. Und jetzt klebe ich sie auf meine Handyhülle. Dann wiederhole ich das Ganze und mache viele weitere Mini-Donuts. Oh mein Gott, schau nur, wie süß! Fertig! Die ganze Hülle ist bedeckt. Hey, schau mal! Was? Ich sehe nichts. Warte, es riecht echt gut. Du hast kleine Müsli-Donuts gemacht und die sind so lecker. Nicht wahr? Ich muss schon sagen, ich bin echt stolz auf mich. Ich bin bereit für den Pool. Nicht so schnell. Kannst du nicht lesen? Essen ist nicht erlaubt. Wie bekomme ich meine Limo rein? Ich habe gerade diese große Flasche gekauft. Ich schätze, ich werde dann einfach nach Hause gehen. Hey, ich glaube, ich habe die Lösung. Ich nehme einfach meinen Schnorchel mit. Oh yeah. Niemand kommt nach Feierabend hier rein. Es gibt mir die perfekte Möglichkeit. Ich bin jetzt definitiv bereit, in den Pool zu springen. Ich wusste, dass diese Ausrüstung nützlich sein wird. Hey, Sauerstoff kann neonorange sein, oder? Das wird episch. Ich bin gleich an der Reihe. Nur ich und meine Tauchausrüstung, siehst du? Alles klar. Geh rein. Er ist total darauf reingefallen. Was für ein Idiot. Jetzt ein kleiner Zuckerkick. Okay, ein großer Zuckerkick. Ah. Alles klar, die Luft scheint rein zu sein. Mach sie schnell auf, bevor du erwischt wirst. Ihr wisst, dass ich euch sehen kann, oder? Gib das her. Hey, ich habe eine tolle Idee. Genau, wer braucht schon Magie, wenn wir Strohhalme haben? Dann stecken wir sie mal zusammen. Die ersten beiden sind fertig und jetzt die anderen. Ja, der wird lang, aber es muss noch viel länger werden. Nur noch ein kleines bisschen weiter. Es klappt, ich kann's kaum glauben. Was soll ich nur malen? Ah, ich weiß. Die Magie hat das viel besser gemacht, als ich es je könnte. Sehr schön. Ich mal einfach ein Gänseblümchen. Die sind süß und ich liebe sie. Mal sehen, wie weit ihr mit euren Bildern seid. Sehr schöne Arbeit, beeindruckend sogar. Und was haben wir hier? Naja, du hast es wenigstens versucht. Okay, er ist weg. Ich zeig dir mein Geheimnis. Igitt, warum trinkst du dein Farbwasser? Kein Farbwasser, ich zeig's dir. Siehst du, das ist Fanta Orange. Echt jetzt? Du bist echt schlau. Danke. Und hier, bedien dich. Das löscht echt gut den Durst. Was ist denn da schon wieder los? Sie trinken Farbwasser? Ich werde echt nicht genug bezahlt, um sowas auszuhalten. So. Oh, ich habe meinen Kaugummi vergessen. Keiner schaut. Das ist meine Chance. Zeit für einen Kaugummi. Ich will auch was. Das sind nicht meine Regeln. Kaugummi muss man teilen. Okay, na gut. Dann nimm den hier. Ja, das ist mein Lieblingskaugummi. So lecker. Danke fürs Teilen. Klar, was soll's. Und jetzt komme ich dran. Oh nein, das ist in meinem Unterricht absolut nicht erlaubt. Nein, der letzte Kaugummi. Die Lehrerin hat ihre Einhornmagie benutzt, um es mir wegzunehmen. Das ist hier absolut untersagt. Aber ich hatte gar keinen Kaugummi.
Ich kann nicht glauben, dass sie ihn mir weggenommen hat. So unfair. Warte, ich habe ja noch ein zweites Päckchen. Aber ich muss sicher gehen, dass sie mir das nicht auch noch wegnimmt. Hm? Oh. Hm. Es muss doch etwas geben, um es schützen zu können. Okay, ich glaube, das hier könnte mein Problem lösen. Ich nehme diesen Textmarker und entferne die Unterseite. Und jetzt nehme ich eine Pinzette, um die Tinte zu entfernen. So, jetzt kann ich meine Kaugummis hineingeben. Zum Schluss schließe ich die Unterseite wieder, um den Kaugummi sicher zu halten. Ja, geheimer Kaugummi-Container. Das ist meine Chance auf die Leckerei. Das wird den Unterricht um einiges besser machen. Lecker! Moment mal, hat sie da etwa noch mehr Kaugummi? Irgendwas ist verdächtig. Ich schau besser mal genauer nach. Was hast du hier? Irgendwelche Schmuggelware? Hm. Naja, scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, ich lasse euch weiterarbeiten. Ja, mein Geheimversteck hat die Lehrerin wirklich ausgetrickst. Oh, glaubst du, die hat gemerkt, dass ich zu spät bin? Was habe ich denn verpasst? Ja, natürlich was Langweiliges. Mann, ich hätte vorher noch was essen sollen. Oh, zum Glück habe ich Snacks dabei. Hm, meine Lieblingskartoffelchips. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Gibt's was Besseres auf der Welt als... was? Du kennst die Regeln. Entschuldigung. Ich warte dann einfach. Bitte zwingen Sie mich nicht. Du willst dich nicht an die Regeln halten? Nee, dann raus. Ach gut. Genieße ich meinen Snack eben woanders. Boah, die Regeln sind total lächerlich. Soll ich etwa verhungern? Warte, was ist denn mit meinem Ordner? Hm, kann ich die vielleicht damit verstecken? Ja! Mach einfach deine Chipstüte leer. Und falte sie dann so. Mach weiter, bis sie verkehrt rum ist. Dann nimmst du zwei Klammern und bringst sie unten an. Die Chips kommen zurück in die Tüte. Dann rollst du die Tüte zusammen und sicherst das Ganze noch mit einer Klammer. Zu guter Letzt heftest du die Klammern in den Ordner ein. So, jetzt machst du das Ganze wieder zu. Oh, das wird der Oberhammer. Cool bleiben, cool bleiben. Bella? Die Chips sind weg, sehen Sie? Alles klar, machen wir weiter. Tja, wenn Frau Appleby nur wüsste, dass sie direkt vor meiner Nase liegen. Nur nicht zu laut knuspern. Das habe ich gesehen. Was gesehen, Betty? Wow, diese Laufstegshow ist klasse. Okay, niemand schaut her. Zeig mir was zu gönnen. Wo hast du denn das Croissant her? Ich bin am Verhungern. Ich habe seit Stunden nichts gegessen. Oh nee, das muss ich verstecken. Noch ein bisschen Puder hier. Hm, mal sehen. Vielleicht das hier? Ja, das wird passen. Und was ist hier los? Was ist das denn? Krümel? Jemand hat hier gegessen. Du hast Essen mitgebracht. Essen bei meiner Modenschau. Was ist das für ein ekelhaftes Gebäck? Ich sage dir, was das ist. Müll! Was ist mit dir? Versteckst du etwas? Nein? Na gut, nehme ich an. Puh, endlich ist sie weg. Denn ich verhungere und brauche einen Snack. Hast du gerade Make-up gegessen? Boah, ist das eklig. Ja, schau, das ist doch kein Make-up. Ich zeig's dir. Ich habe so einen quadratischen Kaubonbon genommen und aus der Verpackung geholt. Der nächste Schritt war einfach. Ich habe es einfach mit meinen Händen geformt. Ich habe ihn herumgerollt, bis er weich wurde. Und als er eine Kugel war, habe ich ihn platt gedrückt. Dann habe ich meine Make-up-Palette genommen und die Farben entfernt. Die Bonbons passen perfekt in die Spots vom Make-up. Ich habe die ganze Palette mit Süßigkeiten gefüllt.
Siehst du? Ich esse kein Make-up. Probier einen. Oh, danke. Der ist gut. Nur ruf mich an, wenn du fertig bist, ja? Stopp, stopp, stopp. Ich muss in diese Tasche reinschauen. Ja, genau wie ich es erwartet hatte. Kein Essen oder Trinken. Du kannst das halten, bis er fertig ist. Bis dann. Kinder. Blöde Regeln. Dann warte ich halt hier. Schaut sie noch? Sie scheint nicht mal bei Bewusstsein. Ich bin einfach richtig, richtig leise. Träum einfach weiter. Okay, ich glaube, ich bin sicher. Oh, Doktor. Er lenkt die Aufmerksamkeit von mir. Ah, perfekt. Mann, ich brauche einen Plan B und zwar schnell. Die Ärzte sind echt überall. Ach, zumindest war das Mädchen echt nett. Oh, die ist ja schwanger. Was für ein riesiger Babybauch. Ah, fast so groß wie meine Süßigkeiten-Tüte. Diese Frau wird auch gleich schwanger sein. Ich muss hier ein bisschen was arrangieren. Ja, her mit dir, du guter alter Rucksack. Und es kann losgehen. Zeit, diesen Bauch auf den Test zu stellen. Das muss ja nicht realistisch aussehen, oder? Das dritte Semester ist echt kein Witz. Noch eine Patientin. Was für ein cleverer Arzt du bist. Ach, nur Nina. Nina? Boah, dein Bauch ist ja riesig. Ja, und gleichzeitig zum Anbeißen. Du hast doch was in deinen Wangen. Ja, und ich habe noch mehr. Ein süßes Baby, ha? Huh? Ich habe es an der Rezeption vorbeigeschmuggelt. Alles für dich. Oh, ich weiß echt nicht, was ich ohne all das machen würde. Lass uns reinhauen. Man sieht sich immer zweimal, Wachmann. Cowgirl-Fashioniste? Die Lobby ist nicht groß genug für uns beide. Oh ja? Ja, wirklich. Zieh deine Waffen. Oh ja? Kannst du lesen? Zeig mir die Ware. Ach, hier gibt's doch nichts zu sehen. Ich schmuggle keine Snacks, Mister. Na, genieß die Show. Was für eine nette Lady. Sophia, du siehst ja umwerfend aus. Nicht verraten, ich bin vollgepackt. Und eins für dich. Oh, danke. Und jetzt kommt die Mode. Ich wasche nur den Boden. Was soll das? Pass auf die Füße auf, sorry. Ich krieg hier nichts auf die Reihe. Bin gleich fertig, versprochen. Wenn ich mit dem Lesen fertig bin. Pass mit dem Ding auf. Ich werde hier nicht respektiert. Ich mache jetzt Pause. Es hat tatsächlich geklappt. Ist jemand hier? Hey, psst. Was ist das für ein Geruch? Es riecht süß. Und es kommt von deinem Kopf. Du meinst meine Haare? Gib mir was davon. Köstlich. Ich will mehr davon haben. Das ist so gut. Du hast kein einziges Haar übrig gelassen. Alles in diesem Bauch. Ich bin so hungrig. Man kann hier einfach nicht schlafen. Jetzt ist die perfekte Zeit. Mach dein Ding, kleine Maus. Viel Spaß. Pass auf. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe hier irgendwas gehört. Ich krieg dich. Ist ein Verbrecher auf der Flucht? Nein, schlimmer! Oh, Mausi! Bist du hungrig?
Ich weiß, dass du hier drin bist. Was für eine Idiotin. Ich habe jetzt die Kontrolle. Gummibärchen-Lieferservice. Kommt sofort. Wir sehen uns. Was war das? Wow. Was bist du für ein Augenschmaus? Entschuldigung. Es ist kaputt. Ich kann es nicht stoppen. Du hast die Kontrolle, was? Wie schwer kann das sein? Sei still. Wo ist das Ding? Ich bin weg. Willst du ihn nicht zurück? Ich glaube, ich bin aus dem Schneider. Als ob ich im Gummibärchenhimmel bin. Lasst uns die 100 erreichen. Ich glaube, ich kann nicht. Mach weiter, Sophia. Du willst doch Muskeln, oder nicht? Denk nicht mal ans Jammern. Los! Das ist normal, so viel zu schwitzen. Fast geschafft. Ich fühle mich, als ob ich sterben würde. Okay, gut. 5 Minuten. Das war hart. Mann, ich habe so einen Durst. Oh, sorry. Warte, ist das eine Hantel? Am Ende sind Süßigkeiten drin. Macht's dir was aus? Oh, warte mal. Ein Glück für dich. Ich habe 2 dabei. Hier. Boah, das ist das coolste Ding. Ich glaube, ich fange an diesem Ende an. Wow, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Es ist Himbeere. Achtung. Oh, so ist es richtig, meine Damen. Los geht's. Ich hab die Uhr im Blick, Mädels. Die perfekte Methode für ein paar Schleckis. Oh ja, das sieht gut aus. Bestes Training ever. Ich schneide einfach hier ein wenig. Ja, das sieht total toll aus. Ich liebe es. Hey, schau mal, was ich gemacht habe. Ist das nicht süß? Ja, ganz nett, aber ich habe hier zu tun. Schau, ich habe Snacks. Willst du welche? Ja, her damit. Bitte sehr. Hey, was macht ihr da? Ihr sollt euer Papier ausschneiden, nicht naschen. Hey, der Kleber ist auf den Boden gefallen. Hab ihn. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme einfach den kompletten Kleber aus dem Stick. Und jetzt gebe ich einfach diese Gummiringe hinein. Sie passen perfekt. Und jetzt kommt der Deckel oben drauf. Und niemand wird etwas bemerken. Hey, schau mal. Ein Kleber? Okay. Wow, krass. Du bist ein echtes Genie. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Hey, was macht ihr beiden da? Scheint, als würden sie an dem Handwerk arbeiten. Das ist gut. Sie sind schön fokussiert. Und jetzt schneide ich meinen... Endlich bin ich alleine. Nur nicht vergessen. Fast leer. Ich bestelle mal lieber Neues. Hey, ich brauche eine Speziallieferung. Klopapier in Zelle 4. Alles klar, kein Problem, bin gleich da. Jetzt etwas Aufmerksamkeit erregen. Perfekt, Treffer. Eine leere Klopapierrolle? Willst du mir helfen? Hier müsste mal abgewischt werden. Widerlich. Hey, wir brauchen Klopapier in Zelle 4. Schnell, es stinkt bis hierher. Hat hier jemand Klopapier bestellt? Fang! Danke, meine Lieblingssorte. Das ist das beste Klopapier aller Zeiten. Davon brauche ich noch mehr. Warte, oh je, das Curry gestern hätte ich nicht essen sollen. Oh nein, Lea, Hilfe! Hier, nimm das. Danke, du bist meine Rettung. Niemand da. Peng, peng, peng. Überfall. Keiner im Westen zieht schneller. Hallo, kennen Sie schon Robert, meinen Mäusefreund? Wow, wo kommst du denn her? Duschst du auch mal? Du bist verrückt und solltest dich mal rasieren. Wo ist es denn? Ah ja! Keine Sorge, Hilfe naht. Mal sehen, womit wir es zu tun haben.
Soll der Schnauze weg? Hey, den habe ich ewig wachsen lassen. Da drüben, der ist das Problem, nicht ich. Na, von mir aus, Schätzchen. Jetzt kommt der Bart ab, Herzchen. Nein, er gehört zu mir und Robert liebt ihn. Halt dich fern. Es wird auch nicht wehtun. Jetzt lass mich ran. Aber, hey, das ist schön glatt. Ich bin noch nicht fertig, Schnuckelhase. Sieh her, ein kleines Extra. Aber das gibt's nicht umsonst. Geld, richtig. Das ist ein guter Handel. Cola. Keine Sorge, Robert. Ich teile mit dir. Hallo, liebe Klasse. Atme tief ein und wieder aus. Jetzt Handflächen zusammen und beugt euch nach vorne. Und nochmal. Hä? Nicht schon wieder. Das ist so peinlich. Kaum zu glauben, dass ich zu spät komme. Das war knapp. Ah, und wieder blockiert. Das sollte klappen. Was ist das für ein Geräusch? Ich muss nur meine Matte ausrollen. Dann bin ich startklar. Aber vorher ein kleiner Snack. Falsche Seite nach oben. Arme ausstrecken, hm? Handflächen zusammen. Wann ist sie denn gekommen? Oh, unglaublich, die hat's mir abgekauft. Das ist meine Chance. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich was mitnehmen. Schnell. Ich brauche hier nur einen schnellen Bissen. Ah. Jetzt streckt die Arme aus. Hey, diese Jungs sind ziemlich gut. Ja, wir schaffen das. Einen Moment. Ihr habt doch kein Essen dabei. Oder? Was haben wir denn hier? Ach, ich dachte, ihr Kinder wisstet das besser. Ach, wir haben doch nur ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Zählen Bonbons überhaupt? Nö, ihr seht die Band nicht. Sorry. Oh, das ist unglaublich. Wir waren so nah dran. Ach, verliert noch nicht die Hoffnung. Wart auf mich. Entleere einen Ballon und befülle ihn mit deinen Lieblingssüßigkeiten. Drück sie einfach rein. Jetzt musst du ihn nur noch aufblasen. Mit einer Luftpumpe funktioniert es am besten. Man sieht unauffällig aus, oder? Also gut, los geht's. Moment mal, ihr wart doch gerade eben erst hier. Ja, wir versuchen das nochmal. So weit, so gut. Können wir jetzt reingehen? Oh, das wird die beste Nacht überhaupt. Oh, das schreit nach einer Feier. Bonbonzeit. Uhu. Bonbons und BTS. Oh, gibt's was Besseres? Diese Modenschau ist so high-end. Es gibt eine Regel für meine Show. Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Okay, wir haben es verstanden. Und auch keine Schokolade. Ich hasse das Zeug. Wenn ihr einen Snack braucht, könnt ihr Sellerie essen. Der ist gesund und lecker. Und ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Ich will den Sellerie nicht essen. Der ist eklig. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Plan. Ich habe Skittles reingeschmuggelt. Hier, du kannst auch welche haben. Was habe ich über Süßigkeiten gesagt? Das ist nicht erlaubt. Ich nehme das mit. Oh, tut mir leid, dass er deine Süßigkeiten konfisziert hat. Aber hey, schau, was ich habe. Schuhe. Das sind aber nicht nur irgendwelche Schuhe. Du hast Skittles auf deinen hohen Absätzen reingeschmuggelt? Boah, ist das clever. Hier, nimm einen gelben. Ich weiß, dass sie dein Favorit sind. Das ist so viel besser als dieser blöde Sellerie. Meine Güte, ich habe eine tolle Idee. Ich bin gleich wieder da. Na dann, mehr Skittles für mich?
Hey, schau, ich bin wieder da. Und mit brandneuen Klamotten. Wow, du hast ein ganzes Skittles-Outfit gemacht. Oh, sieht ziemlich gut aus, oder? Oh nee, der ist wieder da. Jetzt wird sie erwischt. Was haben wir hier? Dieses Outfit. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist großartig, glorreich, ein Meisterwerk. Ah ja, das habe ich selbst gemacht. Ich find's auch total lecker. Okay, gehen wir rein. Psst, wir wollen nicht, dass sie uns finden. Okay, wir haben das Brot. Zeit, ein bisschen Erdbeermarmelade drauf zu pumpen. Wow, du bist ein echtes Genie. Das sieht ziemlich lecker aus. Oh, das ist echt gut. Ach ja, schau dir an, was ich hab. Ja, richtig. Marmelade in der Zahnpastatube. So clever. Zeit für unsere Snacks. Hm, was ist das? Thomas? Tina? Oh nein, es ist Mama. Sie hat uns gefunden. Hm, ich denke, ich sehe besser nach, was da los ist. Versteck dich, sie kommt. Hm, ich hätte schwören können, dass ich sie hier drin gehört habe. Etwas Verdächtiges geht vor sich. Hm, ich schätze, ich habe mich geirrt. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch gleich eincremen. Was ist da? Ah. Warte mal. Das ist Marmelade. Thomas, Tina. Wenn ich sie finde, dann bekommen sie Ärger. Okay, scheint, als ob sie weg ist. Kommen wir zurück zu unserem Snack. Hm, endlich. Das ist so gut. Wir haben uns das definitiv verdient. Hey, schau dir das an. Was zu... Jetzt können wir unsere Snacks gar nicht mitnehmen? Was machen wir denn jetzt? Hey, warte. Das Tape. Das könnte die Lösung sein. Was? Verstehe ich nicht. Wovon sprichst du? Hier, ich erkläre es dir. Hi, Lehrerin. Ich liebe Ihren Unterricht. Meine Lieblingsstunde. Und Ihr Outfit sieht einfach umwerfend aus. Oh, nun, danke schön. Warum setzt du dich nicht schon mal hin? Ha, was für ein nettes Kompliment. Psst, es hat funktioniert. Hm, mal sehen. Komm doch mal her. Ich habe eine Gleichung, die an der Tafel gelöst werden muss. Los geht's. Probier dich mal daran. Meine Chance auf einen Snack. Hä? Was geht hier vor sich? Ich löse nur die Gleichung, wie Sie es wollten. Ah, schätze, da war nichts. Sieht alles gut aus. Ich kann nicht glauben, dass das so gut funktioniert hat. Oh, wann geht's denn endlich los? Ein leerer Platz? Super! Oh, lass dich nicht stören. Hey, pass doch auf! Vorsicht! Ah, ich bin so froh, dass ich für ein Eis angehalten habe. Hm. Hey, du, ist das ein Eis? Was hast du denn an? Uch! Ui, meine Schuld! Ah, das ist Couture, Lady! Upsi! Jetzt muss ich damit laufen. Ach. Die fliegt sowas von raus. Die glaubt wohl, die kann mich verarschen. Presse? Eher eine Eiscremeschmugglerin. Das nehme ich. Nein! Gib mir das Ding. Direkt ins Auge. Oh. Ich verschwind lieber. Komm zurück! Bin ich endlich alleine? Das ist so gut. Lecker. Du bist in 5 Minuten dran. Das war knapp. Meine Krone. Ja, genial. Du brauchst Eishörnchen und etwas essbaren Kleber.
Gib zwei Kügelchen auf den Rand und kleb sie dann auf deinen Haarreif. Am Ende bekommst du dieses Design. Vergiss das goldene Finish nicht. Natürlich essbar. Wow, diese goldene Krone ist spitze. Hier drüben, hier drüben. Und wenn du Hunger bekommst, brich einfach ein kleines Stück ab. Oh, sieht aus, als hätte ich es gerade noch rechtzeitig geschafft. Na, bald ist es soweit. Hey, kleines Baby. Muss das so klumpig sein? Naja, wenn es unbedingt sein muss. Ach Mann, das ist mein geheimes Marshmallow-Versteck. Kann ich den nicht behalten? Auf keinen Fall, absolut nicht. Kein Essen und keine Getränke während des Flugs. Und jetzt, gute Reise. Hallo? Wer ist das denn? Oh, nicht streicheln. Ich hab's verstanden. Lass mich das mal überprüfen. Ja, na dann eine gute Reise. Hey, Sophia, was ist denn los? Ich wusste gar nicht, dass du einen Hund mitbringst. Boah, Zähne. Ach, die werden dir nichts tun. Das ist doch nur ein Köder, um meine Snacks zu verdecken. Ziemlich genial, oder? Also mich hast du reingelegt. Lust auf ein bisschen Cookie-Action? Ah, deshalb sind wir beste Freunde. Danke, Tina. Training ist so hart. Die geben sich aber nur mittelmäßig Mühe. Oh, eine Nachricht. Da muss ich aber antworten. Ihr zwei macht weiter mit dem, was ihr tut. Okay, ich glaube, er ist weg. Das bedeutet Snackzeit. Oh, ich habe so einen Hunger. Ich kann es kaum erwarten, diesen Snickers zu essen. Ja, das schmeckt so gut. Das Beste, das ich je gegessen habe. Wow, die muss aber echt hungrig sein. Oh nee, der kommt zurück in die Turnhalle. Schnell, tu es, als würdest du trainieren. Was ist denn das in ihrem Gesicht? Oh, das gibt's doch nicht. Faul. Stopp, hört auf mit dem, was ihr gerade tut. Mal sehen, wo ist das Essen? Aha, her mit der Schokolade. Du kennst die Regeln. Du kannst nichts von mir verheimlichen. Und was ist mit dir? Okay, gut gemacht, die Regeln zu befolgen. Bestätigt. Ich behalte euch beide im Auge. Hey, sei nicht traurig wegen des Snickers. Hier, schau dir mein Shirt an. Das ist nicht nur ein Design. Das sind echte Süßigkeiten. Wow, du bist ein Genie im Verstecken von Snacks. Ich weiß. Großartig, oder? Boah, diese Schokolade ist der Hammer. Stopp, kannst du nicht lesen, kleines Mädchen? Ich bin eine Ausnahme. Lass mich rein. Komm schon. Mann, was hat denn der Kerl für ein Problem? Oh, ich weiß. Oh, das wird episch. Kleb ein bisschen doppelseitiges Klebeband auf den Boden dieser goldenen Praline. Und dann kleb's auf deinen Haarreif. Sieht aus wie eine goldene Krone. Die Schokokönigin kommt. Du schon wieder? Sieht aus, als hättest du deine Lektion gelernt. Viel Spaß bei der Show, Fräulein. Ach, kein Sicherheitstyp sagt mir, was ich zu tun habe. Ich hab's geschafft. Und ich kann jetzt sehr gut einen Snack vertragen. Schokolade und Fashion passen einfach gut zusammen. Zeit, die Essenskiste zu öffnen. Snacks reinlegen und wieder verschließen. Ihr kennt die Regeln. Jegliches Essen wird beschlagnahmt. Es ist absolut kein Essen während des Tests erlaubt. Okay, verstanden. Wir konzentrieren uns voll auf den Test. Das könnte in Zukunft eine gute Testfrage sein. Oh, ich habe irgendwie Hunger. Mein Magen, sei ruhig. Kein Knurren während des Tests. Moment mal, ich weiß, was ich tun kann. Ich habe meinen geheimen Mentos-Vorrat dabei. Aber wenn ich eines esse, breche ich meine eigenen Regeln. Die Schüler wären total enttäuscht von mir. Und ich würde als echter Heuchler dastehen. Oh Mann, das will ich nicht. Ich weiß, was ich tun kann. Ich werde einfach diese Pflanze hier rüberschieben.
Die Pflanze muss hier kurz raus. Und ich gebe die Mentos in den Topf. So, die Pflanze kann wieder zurück in ihr Zuhause. Okay, schaut einer der Schüler zu mir? Schnell, nimm eins. Genau, was ich gebraucht habe. Hey, was geht da vor sich? Isst sie da etwas? Was schaut ihr so? Konzentriert euch auf den Test. Das nenne ich mal ein Vorher-Nachher-Szenario. Okay, du kannst reinkommen, Brian. Isst du hier wirklich gerade Schokolade? Na, hier ist kein Essen und Trinken erlaubt, Kumpel. Deine Zähne werden es dir danken. Boah, als ob ein Zahnarztbesuch nicht schon schlimm genug wäre. Ja, ich bin gerade beim Zahnarzt angekommen. Hey, hast du was zu essen? Leider nein. Du hast echt Glück, mein Freund. Was? Boah, das ist ja absolut genial. Danke. Ew, ja, jetzt weiß ich, warum du hier bist. Ich tue dir einen Gefallen, glaub mir. Keine Süßigkeiten für eine Woche, Brian. Kevin, du bist dran. Jetzt sind es nur noch du und ich, Schoki. Naja, vielleicht auch lieber nicht. Das Video ist toll und ich könnte das auch machen. Von wegen, der ist echt hingefallen. Boah, so dumm. Thomas, woher hast du das Getränk? Oh, keine Sorge. Das ist Gemüsesaft, keine Limo. Oh, okay. Dann ist es ja gut. Wow, sie beobachtet mich immer. Gut, dass ich mir diese Getränkeverkleidung ausgedacht habe. Ich muss dafür sorgen, dass alle Pflanzen genug Wasser bekommen. Apropos trinken, ich bin ein bisschen durstig. Ich nehme nur einen kleinen Schluck. Es wird ihm nichts ausmachen. Oh nein, Mama, warte! Nein, sie ahnt etwas. Wow, dieser Gemüsesaft ist köstlich. Ich kann verstehen, warum du ihn so gerne trinkst. Oh, sie nimmt meinen Drink mit. Ah, gut, dass ich einen Ersatz habe. Ah, er ist wieder aufgestanden. Das ist so cool, oder? So langsam habe ich aber schon Hunger. Mein Magen knurrt schon total. Hey, hey, schau dir das an! Ha, du hast vorausgesehen, dass ich Hunger habe. Oh, tut mir leid. Moment, ich glaube, ich habe die Lösung. Tada! Schokolade aus meinem Ärmelversteck. Unglaublich, du bist echt mein Held. Wow, scheint, als ob ich jetzt was vorhersehe. Das sind wir, wie wir die Schokolade essen. Oh nein, wir werden erwischt. Und verwandelt. Ich will kein Eichhörnchen sein. Ich bin total schlecht im Bäume klettern. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich bin echt fast am Verhungern. Ha, ich frage mich, ob wir... Hey, schau dir meine Idee an. Jetzt noch ein bisschen Magie. Perfekt, sie passt genau auf das Smartphone. Das ist ja eine Menge lecker aussehender Schokolade. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein Stück haben. Oh mein Gott, die ist so lecker. Hey, was ist da drüben los? Ihr zwei, esst ihr etwa? Nein, Sir, das ist nur mein Handy in einer Handyhülle. Na dann macht weiter mit eurer Wahrsagearbeit. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Komm, wir essen noch was mehr. Stopp. Lass mich mal sehen. Ja, genau. Ah. Los geht's. Hey, du versteckst kein Essen, oder? Und du, junge Dame? Was hast du denn da unter dem Arm? Zeig mal her. Och. Oh, du hast all das versteckt? Bis später. Was für ein blöder Typ.
Was denn mit denen los? Oh, hi, Hübscher. Wir tragen beide Ketten. Deine sieht echt cool aus. Das ist es. Komm schon. Gib mir deine Schokolade. Vertrau mir. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hier. Nur für dich. Lass es uns probieren. Oh, diese Kette ist unglaublich. Wirklich einzigartig. Mal rein mit dir. Boah, das ist echt toll hier. Und schau dir mein schönes Accessoire an. Ich könnte einen Snack vertragen. Welches wirst du essen? Das hier. Schoko-Cheers. Oh Mann, die sind so lecker. Und wir wären fast nicht reingekommen. Hey, mein Lieblingslied. Oder? Was dann? Hallo, wie geht's? Ich muss los. Ich muss dich zuerst scannen. Versteckst du hier was? So ein Mist. Den habe ich mir für später aufgehoben. Gib sie her. Fein. Hier sind sie. Bist du jetzt glücklich? Geh einfach. Egal, wo war ich? Hey, hier drüben. Nimm meine Kopfhörer. Hallo? Was? Ich habe keinen Besuch erwartet. Kein Essen, ne? Mach sie auf. Ja. Ich habe solche Plastikdeckel genommen und sie besprüht. Dann habe ich sie hier befestigt. Siehst du? Die perfekte Größe für einen Donut. Cool, oder? Und sie sehen total echt aus. Ah, hab's kapiert. Du hast meine Lieblingssorte. Ich habe mich wie verrückt danach gesehen. Okay, ich mach meinen Spind auf und hol die Süßigkeiten raus, die ich hier versteckt habe. Sieht so aus, als ob die Luft rein ist. Das heißt, es ist Kaugummi-Zeit. Hey, wir wollen auch Kaugummi. Reich mal rum. Ach, kommt schon. Das sollte doch mein Kaugummi sein. Hier, nehmt das. Jeder kann ein Stück haben. Ach, jetzt habe ich kaum noch Kaugummi übrig. Nur dieses winzige Stück. Ich wünschte, ich könnte meine Kaugummi verstecken, sodass niemand was bemerkt. Das ist es. Ich habe eine tolle Idee. Okay, hier ist meine Kaugummirolle. Ich rolle ein bisschen ab und schneide es dann ab. Das sollte reichen. Jetzt zu meinem Pulli. Für den nächsten Teil brauche ich essbaren Kleber. Zeit, meinen Pulli in einem coolen Muster zu dekorieren. Genauso. Ich klebe die Kaugummistreifen mit dem Kleber auf meinen Pulli. Fertig. Mein Pulli sieht so toll aus. Ist jemand in der Nähe? Nee? Das bedeutet, ich kann das Geheimnis meines Pullis lüften. Keiner weiß, dass ich Kaugummi habe. Das heißt, keine Schnorrer mehr. Ups. Ich sehe, was du da in deiner Hand hast. Kann ich ein Stück von einem Kaugummi haben? Ja, sicher. Hier. Ausgezeichnet. Danke. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Oh, das war ganz schön knapp. Ich dachte schon, ich bin in Schwierigkeiten. Zum Glück habe ich genug Kaugummi. Liebst du Freitage auch? Wow! Kennt ihr beide nicht die Regeln? Jetzt her damit. Hier. Ich kann nicht hingucken. Dieser Tag wird von Minute zu Minute schlimmer. Das kannst du laut sagen. Hier drin ist es wie in einer Sauna. Moment mal. Ich weiß. Siehst du das? Klebe doppelseitiges Klebeband auf deine Süßigkeiten. Und boom, reih sie auf. Und deswegen bin ich der Boss. Oh, ich halte kaum bis zum Mittagessen durch. Schüler, heute ist ein ganz besonderer Tag.
Schreibt er Test? Oh Gott, nein! Yep, heute ist Testtag, Leute. Hier. Danke. Es wird nicht geschummelt. Außer mir und meiner Diät. Schau dir dieses Versteck an. Ich beginne mit meinem Favoriten. Riechst du das? Schokolade? Lecker. Herr Jones. Konzentriert euch auf euren Test, Kinder. Oder ihr müsst nachsitzen. Also das ist jetzt so richtig unfair. Hallo, nur eine bitte. Damit kommst du nicht rein. Aber die habe ich gerade erst gekauft. Was für eine Verschwendung. Los, Ken, wir sind die Nächsten. Oh, das ist wieder ein großes, fettes Nein. Kann keiner von euch lesen? Was dagegen, wenn ich damit einen Platz am Gang bekomme? Oh, sieht schlimm aus. Geh rein. Hey, für diesen Trick brauchst du ein paar Rollen Klebeband. Dann kleb sie zusammen. Zieh den Streifen ab und klebe diese Flasche obendrauf. Dann verbinde das ganze Ding. Wickle es so ein, dass man nicht durchsehen kann. Es sieht aus wie ein echter Verband, siehst du? Moment, Macho Mann. Ich öffne dir. Hast du das gesehen? Nimm ein T-Shirt und deine Lieblingssnacks. Mit doppelseitigem Klebeband klebst du sie auf den Stoff. Platziere so viele, wie du kannst. Jetzt zieh das Shirt an. Clever, ha? Der Film geht los. Hey, Kevin. Bereit dafür? Das sieht verrückt aus, Sophia. Willst du einen meiner Muskeln essen? Das ist wie ein schöner Traum. Wir sind die Snack-Schmuggelmeister. Oh, danke. Die anderen bemerken es. Egal, was ihr gerne anzieht, wir alle haben eine Lieblingsjeans. Oh, die sind einfach so bequem. Naja, meistens jedenfalls. Hey, sind die geschrumpft oder was? Nee, ja, sieht so aus, als wärst du breiter geworden, Betty. Danke, Fast Food. Oh nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich hol die Jogginghose. Ich hätte Bock auf was Salziges. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo noch Chips sind. Lecker, ich kann's kaum mehr. Wolltest du nicht abnehmen? Ob Bella wohl meinen Burger riecht? Oh, die Luft scheint rein zu sein. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen, Bella. Hier, Salat ist in Ordnung. Aber das ist auch alles. Der einzige Weg abzunehmen, ist deine Kalorien im Auge zu behalten. Oh, es gibt eine einfachere Lösung. Halbiere einfach deine Portionen. Oh, das ist der gruseligste Film ever. Hey, Möhrensticks? Eigentlich ja. Och nee, das ist ja ekelhaft. Das schlucke ich definitiv nicht. Sorry, Bella, aber das ist übel. Oh, ich kann gar nicht weggucken. Hä, sind die schon alle? Bin gleich wieder da. Oh, ich habe ein paar Sekunden. Mehr brauche ich nicht, um die zu verputzen. Aber ich muss das heimlich machen. Hm, wieso nicht? Mit einem Cutter schneidest du die Hülle so auf.
Dann holst du das Plastik und die Tücher raus. Jetzt füllst du die Süßigkeiten rein. Betty hat sich für M&Ms entschieden. Das hier ändert alles. Oh, wie ich den Geschmack von Zucker vermisst habe. Hey, was habe ich verpasst? Och, nö, nicht viel. Schnell, ohne dass sie dich sieht. Ja, es hat geklappt. Oh, das ist gut. Mir ist so langweilig. Ich weiß. Wer ist eine süße kleine Ratte? Und los, kleine Ratte. Zeit für Stufe 1 meines Plans. Genau getroffen. Es funktioniert. Na toll, wie soll ich denn jetzt meine Zeitung lesen? Zum Glück habe ich diese Taschenlampe. Hey, warum machst du denn sowas? Sorry, ich bin nur hier, um das Licht zu reparieren. Na endlich, ich kann nicht arbeiten, wie lesen oder rätseln. Mach schnell. Hallo, hier drüben. Meine Augen. Ups, ich habe ein paar Spezialwerkzeuge. Ich nehme die hier. So viel Auswahl. Ich mache nur meinen Job. Jetzt muss ich aber weiter. Sie ist echt gut in ihrem Job. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Spaß haben. Was ist denn jetzt? Oh, Ratte, Hilfe! Wo ist sie? Wo ist sie? Wow, seid ihr bereit für eine Snackattacke? Also, wir auf jeden Fall. Aber wie ihr bestimmt wisst, erfordern Snacks ein bisschen Heimlichtuerei. Ob das süßes MBH bedeutet oder Nudeln in der Hose. Ein Snackverbot muss auf jeden Fall ausgetrickst werden. Seid nur vorsichtig, es könnte schmutzig werden. Aber falls ihr Appetit auf clevere neue Hacks habt, um Essen zu schmuggeln, dann bleibt dran. Wir haben, was ihr braucht. Na, dann gehen wir doch mal essen, oder? Oh, der Laden sieht echt gut aus. Das Essen soll hier super sein. Entschuldigung? Die Karte, meine Dame. Ah, kochen die hier mit Gold? Oh, das kostet ja alles ein Vermögen. Ich brauche noch eine Minute. Gibt's hier irgendwas unter 20 Dollar? Ja, also heute dann wohl Wasser zum Mittagessen. Ach, peinlicher ging's ja wohl kaum. Ein Glas Leitungswasser. Ja, danke. Mann, was stimmt denn bei dir nicht? Hey, sorry für die Verspätung. Hier ist die Karte. Nee, ich habe Nein gesagt. Ja, natürlich. Ist sie weg? Oh, denn ich habe mir was Eigenes mitgebracht. Irgendjemand Schokokuchen? Oh, also der Laden hier ist völlig überteuert. Um Essen in ein schickes Restaurant zu schmuggeln, klebt es dir einfach an den Körper. Quasi ein geheimes Naschtrumpfband. Achte nur darauf, dass dein Kleid alles verdeckt. Na, bist du dabei? Lass mich mal kurz checken, was noch da ist. Oh, hier. Nimm schnell. Oh, ich schulde dir was. Süße Erfüllung. Ah. Ich komme. Puh, das war knapp. Ich kann's nicht glauben, es ist schon wieder Freitag. Wer ist das denn? Es ist Jake und er will auf ein Date gehen? Das ist großartig, Annie. Was soll ich nur anziehen? Hä? Seit wann habe ich den denn? Jake kann mich so unmöglich sehen. Ich hoffe, er versteht das. Sag nicht ab, Annie. Hä? Das muss er doch nicht. Schau doch. Ich zeige dir einen kleinen Trick. Wir wenden etwas Magie an.
Sprühe etwas Haarspray auf einen Pinsel, tippe ihn dann in etwas Foundation. Bereit? Los geht's! Nur ein kleines bisschen hier. Das erinnert mich total an Sommersprossen. Und sie sehen echt natürlich aus. So wird niemand den Pickel bemerken. Ich kann's nicht glauben. Man sieht ihn nicht mal mehr. Danke. Kein Problem. Das ist bestimmt Jake. Ich will nicht mehr absagen. Das kommt, wenn man zu schnell antwortet. Egal, ich sehe toll aus. Hallo, hier ist mein Reisepass. Ja, der ist in Ordnung, aber lass mich dich mal genau unter die Lupe nehmen. Ich scanne dich nur kurz mit meinem Food-Scanner. Gib es her, der Scanner liegt nie falsch. Das habe ich mir schon gedacht. Du wolltest Snacks durch den Zoll schmuggeln. Wir machen mit dem Scan weiter, ja? Aber ich wollte diesen Lolli unbedingt essen. Pech gehabt. Ich konfisziere ihn. Ich werde dir alle Snacks und Süßigkeiten wegnehmen. Auch den Kaugummi, den ich kaue? Na gut. Hier. Hier ist dein Reisepass. Genieß den Rest des Tages. Hallo, hier ist mein Reisepass. Oh, schau dich an. Du glühst ja förmlich. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Geh durch. Ich setze mich hier erstmal auf den Stuhl. Schaut jemand? Nee? Ah, gut, Zeit, mein Baby zu holen. Das ist mein Food-Baby. Diesen Strandball mit Limo zu füllen war eine tolle Idee. Ich kann trinken, wann immer ich durstig bin und niemand merkt was. Hm, schöner Strandball. Oh, ja, ich denke. Nee, im Ernst. Das ist wirklich clever. Schau, was ich gemacht habe. Ich verstecke meinen Drink in meiner Plüschkatze. Sieht aus wie ein Spielzeug, aber ist mit Limo gefüllt. Das ist ja der Hammer. Oh, sowas von clever. Prost. Hey, was gibt's? Lust auf einen kleinen Snack? Juhu, da ist so viel Zucker drin. Ich zieh's vor, gesund zu bleiben, danke. So werde ich in Form kommen. Deshalb esse ich nur grünes Essen. Und Getränke. Du solltest das mal probieren. Ich? Ich bevorzuge eher die Regenbogendiät. Voller gelber Lebensmittel, braunem Essen und allem, was dazwischen liegt. Und nichts geht über das pinke Zeug. Nee. Kennst du nicht die Regeln? Aber ich will das wirklich essen. Na, was soll's. Ich muss zu meinem Kurs. Boah, das ist so ein Mist. Ich schätze, dann trainiere ich mit leerem Magen. Natürlich frisch riechend. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Um das reinzuschmuggeln, nimm den Stick aus dem Deo raus. Und ersetze ihn durch Zuckerwatte. Raffiniert, oder? Und es riecht jetzt viel besser. Zeit, ins Schwitzen zu kommen. Mach weiter. Nur eine Sekunde. Sorry, ich hol das nach. Genau, los geht's. Ja, Zeit für einen Snack. Boah, ich schwitze wie ein Schwein. Tu, was du nicht lassen kannst. War nur ein Witz. Aber ich brauche einen kleinen Zuckerschub. Ich fordere mein Glück besser nicht heraus. Mann, das brennt vielleicht. Ein neuer Tag, eine neue Stunde. Und ich könnte einen Energieschub gebrauchen. Bring mich nach Zuckerstadt. Oh, allein der Duft ist schon belebend. Hey, rieche ich hier, was ich denke? Hä? Na, okay, hier. Nur ein Happen, okay? Hey, Mann, du isst ja das ganze Ding. Oh, das war echt gut. Oh, im Ernst jetzt? Mein kostbarer Schokoriegel. Ich muss das Zeug besser verstecken. Weit weg von Bellas gierigen Fingern. Aber wie?
Ich habe auf jeden Fall viele Stifte. Und dafür danke ans Universum. Klebt eure Stifte in einer geraden Linie zusammen. Legt den Schokoriegel an ein Ende und rollt das Ganze wie einen Burrito. Auf diese Weise ist er gut versteckt. Endlich die ganze Schokolade nur für mich. Versuch jetzt mal einen Happen zu klauen, Bella. Ach, da hätte ich doch früher dran denken sollen. Rieche ich etwa Schokolade? Ich sehe aber keine. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Meine Nase scheint zu spinnen. Oder ich bekomme Migräne. Sophia, komm her. Ich habe Mamas Süßigkeiten versteckt gefunden. Tun wir so, als hätten wir diese Nachricht nicht gesehen. Warum sollte Mama uns das vorenthalten? Habt ihr Mädels einen schönen Nachmittag? Wir haben gerade festgestellt, wie sehr wir dich lieben. Was Mama nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist perfekt. Ich liebe dich auch. Du bist die beste Mama. Ich habe wunderbare Mädchen großgezogen. Sind wir Süßigkeiten-Genies oder was? Kranksein ist das Schlimmste. Mal sehen, ob ich Fieber habe. Nein, ich werde so schnell nicht aus dem Bett kommen. Dann kann ich auch etwas Zucker genießen. Sophia! Coca-Cola wird dich nur noch schlechter fühlen lassen. Nur Tee und Wasser, verstanden? Aber ich habe sie gerade erst geöffnet. Kein Wunder, dass du noch krank bist. Hör auf deine Mutter, vertrau mir. Moment, mein Geheimversteck. Jedes schlaue Kind hat eins. Hallo, zuckersüße Herrlichkeit. Ah, man muss diesen Klang lieben. Wo soll ich sie jetzt hin tun? Eine Wärmeflasche könnte helfen. Ja. Zuerst leere die Wärmeflasche. Dann schütte die Cola rein. Das sollte reichen. Steck dann einen langen Plastikstrohhalm rein. Perfekt zum heimlichen Trinken. Schieb ihn ganz in den Ärmel. Und oben aus deinem Hemd. Okay, mal sehen, ob das funktioniert. Es geht nichts über etwas Coca-Cola-Penicillin. Lecker! Oh. Fühlst du dich noch schrecklich, ha? Huh? Ruh dich einfach aus, Liebes. Danke, Mama. Ist die Luft rein? Genau das, was der Arzt verordnet hat. Nicht so schnell! Auf dieser Party herrscht ein Essen- und Trinkverbot. Oh nein! Er hat den Typen wegen Essen weggeschickt. Was mache ich jetzt mit meinen Süßigkeiten? Die brauche ich. Ich esse sie einfach sofort. So gut. Oh, ich verstecke ein paar hier. In meinen Ärmeln und auch in den Socken. Okay, das sollte reichen. Zeit für die Party. Mal sehen. Hast du Essen oder Trinken dabei? Soll das ein Witz sein? Ich sehe deine Süßigkeiten. Süßigkeiten? Das gehört doch nur zu meinem Outfit. Na los, mach die Fliege. Oh, warum hat er mir nicht geglaubt? Hey, Moment mal. Vielleicht kann mir die Blumenkette weiterhelfen. Okay, ich schneide die Blumenkette hier auf. Dann nehme ich sie auseinander bei ihr Blümchen. Soweit so gut. Das ist die letzte. Nun habe ich die Schnur der Kette. Ich breite sie aus und lege sie gerade vor mich hin. Nun befestige ich natürlich Süßigkeiten daran. Ich lege sie nebeneinander hin, etwa so. Yep, das wiederhole ich nun mehrmals. Seht euch all die Süßigkeiten an. Die Endstücke falte ich nach unten. Sie sollen wie Bänder aussehen, die an einer Kette herunterhängen. Okay, wir geben noch mehr dazu. Ein Hoch auf Süßkram. Die Blumen muss ich natürlich wieder anbringen, damit es auch als Blumenkette durchgeht. Und sie sind schön anzusehen. Okay, das sieht ziemlich gut aus. Gleich ausprobieren. Ja, das ist jetzt ein süßer Rock. Ich bin so clever. Hey, da!
Darf ich auf die Party gehen? Ha, du bist das Mädchen von vorhin. Lass mich dich genauer ansehen. Ha. Okay, du bist sauber. Aber zuerst Limbo. Yeah, geh unten durch. Du schaffst es. Ja, das war lustig. Oh mein Gott, das war voll schwierig. Ich muss einen Snack essen, um Energie zu tanken. Er hat keine Ahnung. Lecker, jetzt habe ich wieder Energie für die Party. Party, Party, Party. Na gut, Zeit für Kniebeugen. Oh, das ist so langweilig. Ich brauche einen Snack. Oh, dieser Donut sieht köstlich aus. So lecker und frisch. Was ist denn das für ein Geruch? Es riecht nach Gebäck und Zucker. Wo kommt denn dieser Donut her? Ich rieche definitiv was. Ja, gut gemacht. Puh, fast hätte er mich erwischt. Gut, dass ich zwei Donuts dabei habe. Zurück zur Snackzeit. Oh, der ist sogar noch besser als der erste. Ich ständig Donuts. Und ich kann schwören, dass ich Kaugeräusche höre. Mist, er wird schon wieder misstrauisch. Das gibt's doch nicht. Ein zweiter Donut? Danke, ihr Donutgötter. Dieses Training ist anstrengend. Ich vermisse meine Donuts. Hi, können wir zum Pool? Was? Mann, wir dürfen nichts mit reinnehmen? Dafür ist die Mülltonne da. Boah, das ist echt Mist. Hey, ist noch Platz am Pool? Ja, nicht mit der Limo, die kommen nicht rein. In den Müll damit. Ach, du bist so verrückt. Ich habe noch nie Essen verschwendet. Was ist denn das alles? Ah, die Antwort ist plötzlich ganz klar. Bin gleich wieder da. Zuerst nimmst du dein Stirnband ab. Und ziehst dir ein paar Haare ins Gesicht. Leg die Limo-Dose oben drauf. Leg die Haare zurück. Und sichere das Ganze mit einer Haarnadel. Dann binde das Stirnband wieder um. Das ist süß, oder? Dann probieren wir das mal aus. Wünsch mir Glück. Ich habe nur mein Handtuch. Kann ich jetzt rein? Hier drin versteckt sich nichts, oder? Ich lüge doch nicht, siehst du? Bis dann. Oh, hey Thomas. Macht die Hitze dich durstig? Erscheint ein guter Zeitpunkt für ein kaltes Getränk zu sein. Was für eine Haarzauberei war das denn? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oh, das ist so erfrischend. Willst du teilen? Ich denke schon, ja. Boah, die schmeckt sogar noch besser als normal. Danke. Kein Problem, Kumpel. Alles klar, rein mit dir. Nur eine Person, bitte. Ja, okay, aber das hier kommt weg. Kein Essen im Saal. Aber das habe ich doch gerade gekauft, bitte. Na, damit lässt er mich auf keinen Fall rein. Das muss ich irgendwie heimlich machen. Ah, guck mal, meinen neuen Puschel. Ich bin motivierte Cheerleaderin, seht ihr? Los, Leute. Juhu. Nur ich, bitte. Interessantes Kino-Outfit. Aber es gefällt mir. Danke. Viel Spaß beim Filmen.